Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von F1 2015. Mach jetzt mal weiter. Und zwar zum Rennen von Spanien. Also auf geht's. Von der Pole Position starten wir. Mal gucken, ob wir die Mercedes Boys hinter uns halten können oder nicht. Wollen wir mal schauen. Hallo und willkommen zum großen Preis von Spanien in Katalunya. Die Autos stehen auf dem Grid und die Spannung in der Menge steigt spürbar. Auf der Pole steht heute Nico Hülkenberg, der erneut seinen Teamkollegen Sergio Perez hinter sich gelassen hat. Er hofft, dass die Power Unit von Mercedes ihm hilft, das Rennen zu kontrollieren und den Sieg für sein Team einzufahren. Es ist sicherlich von Vorteil für einen Fahrer, ganz vorn zu stehen und sich nicht um die Abgase und die Überhitzung durch ein Auto vor einem befassen zu müssen. Das war gestern ein enttäuschender Tag für Fernando Alonso. Er startet weiter hinten im Grid, als er es wohl erwartet hatte. Aber trotz allem scheint er heute noch auf ein starkes Ergebnis zu hoffen. Und wer ihn kennt, weiß, dass man ihn nie abschreiben darf. Alonso ist gut beim Starten. Er wird versuchen, in der ersten Runde ein paar Punkte wettzumachen, um somit auf eine für ihn vertrautere Position zu kommen, die wir von ihm gewöhnt sind. Jojo. So, dann wollen wir mal loslegen. Okay, Strategie. Okay. Ich würde sagen, wir legen los. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Direkt mal Kampflinie. Nein. Boah. Ah, shit, man. Alter, das war gar nichts. Das war jetzt komplett scheiße, Alter. Das war jetzt richtig aggressiv von mir. Alter. Ja, Louis, gib mal ein bisschen Gas da vorne. Alter, ich hol den Wagen gerade gar nicht klar. Ja. Super geil, Alter. Super geil, Alter. Willst du mich vollkommen veralbern, Alter? Hätte noch in gar keinen Rhythmus hin gerade. Alter. Das kann alles hier gerade nicht wahr sein, Alter. Ey, wo bremsen die denn, Alter? Ja, ich bin doch schon im dritten Gang drin, aber der Wagen kommt überhaupt nicht rum. So, den ersten Mercedes haben wir.
Alter, das kann nicht wahr sein. Der Wagen macht momentan nicht das, was ich gerne hätte. Sehr gut. So, Nico könnte ich auf Startziel bekommen. Das wird so nichts, das wird nichts. Ja, er ist mit Gewalt dadurch. Rosberg führt das Feld an. Sauber. Sauber, ganz großartig. Damit legst du auf Platz 1. Platz 1. Okay, jetzt hilft ihm nur noch die Flucht nach vorne. Das kann nicht wahr sein, dass ich das nicht packe, Alter. Alter, es kommt ein Wagen, kommt ums Verrecken nicht rum, Alter. Alter. Im Moment haben wir ein geringes Regenrisiko. Wir sagen Bescheid, falls sich etwas ändert. So, auf geht's. Los, weg da. Der Wagen rutscht mir so dermaßen krass weg, ist der Wahnsinn. Okay, hier ist Jeff, du musst mir
ausgezeichnet. Das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Aber ich komme nicht wirklich weg irgendwie. Ich fühle mich mal so auf dem Weg nicht wohl im Wagen. Etwas abgenutzt im Gummi unterwegs. Der Grip sollte noch eine Weile in Ordnung sein, aber sei vorsichtig. Er wird nachlassen. Ja, ich bin quasi nur am Rutschen. Vorausbeschleunigen geht fast gar nicht. Und irgendwie holt Hamilton gerade auf. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Der hat dich im Visier. Ja, verflucht. Alter. Da muss ich gerade sagen, der Versinn ist momentan als andere als schön zu fahren. Das ist momentan echt ein Krampf mit dem Wagen. Ja, einen legen wir noch drauf. Dein Boxenstoppfenster schließt dich gleich. Alles klar. Weiß, wo komme ich jetzt raus? Okay, dir bleiben noch zwei Boxenstops, zwei weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Ja,
Scheiße, vergessen. Warten wir. Ja, ich kann das irgendwie nicht mehr umstellen gerade eben. Du bist in Sektor 1 wesentlich schneller als dein Ah, fuck, hinter Verstappen gerade. Die Benzinlast beträgt nur etwa 75% des Startbenzins. Noch 75%. Damit legst du auf P8. Du bist jetzt P8. Die Frage ist, wann kommen die Mercedes-Boys rein? Wasser müssen wir auf jeden Fall kriegen. Aber nicht so. So, vorbei an Massa. Wieso kann die KI denn so lange draußen bleiben? Ey, der Wagen rutscht, Alter. Der Wagen rutscht beim Anbremsen, Alter. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Der Wagen rutscht mir beim Anbremsen weg, Alter. What the fuck? Muss ich da nach wie vor den dritten rein? Ey, der Wagen rutscht beim Anbremsen. Das ist nicht wahr. Ey, Junge, komm rum. Ricardo ist gerade zum Boxenstopp gefahren. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran. Okay, interessant. Versuch bitte die Bremsen zu erwärmen. Härter bremsen in den nächsten paar Kurven. Das geht nicht, ich kann die Bremspunkte noch nicht treffen, so wie ich es gerne hätte. Ey, da hier kommt rum, LKW. Ey, das ist nicht wahr, Alter. Der Sieg ist viel, aber noch nicht in trockenen Tüchern. 4,5 war es irgendwie oder so. Okay, ich baue Vorsprung sogar aus.
Ah, Mann. Für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Mehr aufdrehen, boah, ich muss dann ehrlich gesagt gar nicht. Alter, wieso kommt der da nicht rum? Ein 28-2. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Dein Vorsprung von Hamilton wächst spürbar. Du gewinnst etwa 5 Zehntel pro Runde. Alter! Da war der Vorsitzende ja nervös, Alter. Er ist nervös wie sonst was. Gott sei Dank geht er in die Boxe, ne? Okay, beim nächsten Stop bekommst du Options. Das Boxenstopfenster öffnet sich in 2 Runden. 2 Runden. Hey, das überruhen wir mal. Weil ich auf die Geraden kommen würde. Du hast aktuell 7 Sekunden Abstand zum Wagen hinter dir. So, die Lage zum Thema Reifen. Aktuell ist alles in Ordnung, aber langsam nutzen sie sich ab. Lass dich davon nicht auf falschem Fuß erwischen. Hast du mir das jetzt bestätigt oder nicht? Das kann ich jetzt gar nicht overrulen. Als 29,5. Der Benzinstand ist jetzt knapp unter der 30 Kilo Marke. Noch 30 Kilogramm Benzin. Aber wir legen noch einen hinten dran. So eine Bonus-Lap, sagen wir mal. Alter. Wir haben eine 3 Sekunden Zeitstrafe. Ach komm. Im Ernst?
Ey, so extrem war das jetzt gar nicht. Alter, im Multiplayer kannst du cutten, wie du willst, ne? Bist du hier einen Millimeter weg, Alter? Kriegst gleich direkt eine Strafe, what the fuck, einfach. Ja, ich muss auf jeden Fall reinkommen. Alter, komm rum. Wieso haben sie mir das nicht... Wieso kann ich denn... Ich hab's nicht overruled. What? Oh Leute, nee, ey. Alter. Der Wagen ist so nervös, ey. Das ist... Der Wahnsinn. Alter. Ach Steve, jetzt hast du mal lieber deinen Job gemacht und ihn richtig aufgehalten, ne? Alter. Ich hab so, ey, das kann nicht wahr sein. Das ist unfassbar, sowas. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Mann, ey. Also, ich das Ziel, wenn ich jetzt selber ja, Schuld gehabt. Hätte mich einfach mal vernünftig vorbeilassen sollen, ey. Für den geht sowieso nicht, diese scheiß Straßensperre. 25 Kilo Benzin im Tank. Nur 25 Kilo Benzin. Ja, super. Ey, ganz ehrlich, Maros ist hier die größte Krankheit in diesem Spiel, muss man echt sagen. Eine Sekunde schneller als wir. Viertels letzte Runde, eine Sekunde schneller. Ja, was soll ich denn machen, wenn dieser scheiß Wagen mich aufhält?
Oh ne, das ist der zweite Marussia, oder was ist das? Alter. Komm, warte, lass mich irgendwo vorbei, fahr doch rechts ran, halt an, Alter. Und jetzt. Boah, der fällt fast in. Alter. Das ist schon Wahnsinn, wie lange die KI draußen bleiben kann. Das ist wirklich der Wahnsinn. Du solltest noch mindestens ein paar Runden haben, bevor du Probleme mit den Reifen bekommst. Aktuell sind sie in gutem Zustand. Alter! Du bist in Sektor 1 schneller als dein Vordermann. Schneller als der Wagen vor dir in Sektor 1. Na, komm ich nicht ran. Auf der langen Geraden müssen wir ihn packen. Ich geh doch in den dritten rein, wieso? Alter, das kann nicht wahr sein. Ey, you want to be fucking kidding me, oder? Kann da, dass ich gerade am Frontflügel irgendwas getan habe? Zustand des Autos. Okay, am Frontflügel scheint es also nicht zu sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre da was. Ok.
Okay, Louis spart entweder Reifen oder Benzin, eins von beiden. Jetzt probier ich, komme mit dem Reifen hier nicht durch, oder? Nee. Vorher wird der Reifen mir auf jeden Fall abfallen. So, ich muss jetzt eine saubere Runde hinlegen. Dein Vorsprung vor Hamilton wächst spürbar. Du gewinnst etwa 5 Zehntel pro Runde. Ist zu wenig. Alter, der Wagen kommt doch nicht mal rum, Alter. Ich gebe doch nicht mal Gas. Ah, da vorne ist der Kampfgruppe, das ist nicht. Das ist nicht gut. Ja, verzöger einfach nicht, Alter. Warum Wir sind jetzt bei 40%. Benzin 40%. Ja, Miri, gib doch noch langsamer Gas, Alter. Ganz ehrlich, ich würde gar kein Gas geben. Ganz ehrlich, ich würde überhaupt gar kein Gas geben, Alter. Ich würde einfach den Wagen irgendwo quer schon fertig. Ja, das ist nicht wahr. Das ist. Ey, sag mal, ganz ehrlich, diese KI zu überrunden ist. Naja, ich sag dazu nichts mehr. Ganz ehrlich, das ist zum Kotzen, dieses Spiel. Was der da macht, Alter? Ey, kann mir irgendjemand erklären, was zur Hölle er da tut? Can somebody fucking explain to me what the fuck he's doing? Alter, geh doch, verpiss dich! Mann, das kann nicht wahr sein! Grüne Flagge, das Rennen geht weiter! Ehrlich, der kotzt mir an diese Scheiße hier! Mann, ey! Ey, so fick diese scheiß KI, Alter, ehrlich. Ehrlich, fick diese KI hier, ey. Ist doch nicht normal, Alter. Da kannst du doch erzählen, was du willst, Alter. Fährt er mit 5 km/h erstmal durch, dann weiß ich nicht mehr, wohin irgendwie und dann. Ja, ist doch nicht normal, Alter. Sorry, Codemasters, das ist einfach gar nicht. Ganz ehrlich, Codemasters, das ist einfach nur peinlich, sowas. Es sind noch 20 Kilo Benzin übrig. Wir haben noch 20 Kilogramm Benzin. Das ist einfach nur peinlich und embarrassing, ist das hier nicht. Ja, da fährt er mir jetzt mal rechts rein, Alter. Ey, das ist so wahnsinnig geil. Das ist wirklich der absolute Kracher hier. Mein Gott, Alter, fick diese Karriere, ehrlich, ey.
Oh ne, und jetzt kommt der nächste erstmal, der was macht. Grosjean, jetzt ist die Frage, was macht er? Mein Gott, Alter. Den müssen wir jetzt hier packen, ohne Witz. Alter. Mach doch nicht diesen Move, ey. Mann, ey. Das größte Stoppfenster hat sich geöffnet. Sei vorsichtig mit deinen Reifen. Sie zeigen jetzt deutliche Abnutzungserscheinungen. Du wirst bald Probleme bekommen. Ey, wieso quatschen wir jedes Mal beim Anbremsen rein? Ich verstehe das ehrlich nicht. Nochmal. Nein, legen wir noch dran. Letzte Runde für unser Boxenstoppfenster. Der Benzinstand ist jetzt an der 15 Kilo Marke. Noch 15 Kilogramm Benzin. Du musst einen Vorsprung von Hamilton jede Runde etwas aus. Da sehe ich aber gerade irgendwie anders. Alter. Du hast einen leichten Vorsprung vor Hamilton, lass dich nicht einholen. Los, fahr jetzt. Selbst Rosberg geht durch. Der Wagen hinter dir fährt mit hohen Drehzahlen und Mischung 3. Den hab ich im Visier. Selbst Rosberg geht durch, Alter. Okay, aber Rosberg packen wir.
Am besten schon hier. Also. Hamilton führt das Rennen an. Wieso kriege ich kein DS? Ja, wir haben das Rennen leider verloren, wie es ausschaut. Also ich haue jetzt wahnsinnig schnell auf, ungefähr so 3 Sekunden pro Runde. Alter! Der Wagen ist einfach nicht siegfähig. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Oh, bitte geh weg. Nase, lass mich bitte einfach vorbei. Ja! Du kannst dich auch nicht entscheiden. What the fuck you are doing, Alter? Ey, wieso kann mich die KI nicht einfach vorbeilassen? Ehrlich, ich hör. Ja, geh doch um, LKW! Woher, was ist mit Hamilton passiert? Wo ist Hamilton? Was macht? Ich raste hier noch aus wegen dieser scheiß verfickten KI, Alter. Ehrlich, Alter, fick die Henne, Alter. Was macht der denn da jetzt?
Mein Gott, nochmal, ey. Super, ach so. Ja, man, der Erste, der es kapiert hat, wie man es machen sollte. Okay, es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. 10 Kilogramm Benzin. So, liebe Leute, das war's dann auch mit diesem Rennen von Spanien. Das wird doch gleich gestalten werden, weil ich keine Ahnung habe, was mit Hamilton passiert ist, aber egal. Siege, Sieg! Fantastisches Rennen, einfach klasse. Diesen Rennsieg hast du dir sowas von verdient. Nico Hülkenberg hat sich diesen Rennsieg redlich verdient. Kein Fehler, makellose Leistung, Platz 1 für ihn und Force India. Ja, das Ergebnis wird für viel Freude sorgen. Das war eine fantastische Fahrerleistung. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. So. Also wir gewinnen vor Rosberg, Vettel, Raikkonen, Bottas, Massa, 7. Verstappen, 8. Alonso, 9. Sainz, 10. Kiat, 11. Grosjean, 12. Nasr, 13. unser Kollege Perez, wie immer. 14. Button, 15. Ericsson, 16. Maldonado, 17. Stevens, 18. Miri, 19. Hamilton, 20. Daniel Ricciardo.
Rang 3 für unsere Fahrerwertung. Ist okay. Ist okay, ist okay, okay. So, dann sehen wir uns wieder zum Training und Qualifying von Monaco. Ich würde sagen, bis dahin, haut rein und tschüss.